Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Tim und heute bin ich nicht alleine, sondern heute habe ich einen Gast. Hi. Ja, der Parason oder Paradoxon? Nur Sohn. Ich bin nur Nur Sohn, die zweite Hälfte vom Kanal. Sohn, okay, nur die zweite Hälfte vom Kanal. Und wir spielen heute ein bisschen, wir machen drei Oh Duelle Gott! mit drei unterschiedlichen Decks und meine Hand sagt, ich will sterben. Meiner sagt das auch. Okay, ich bin Ja, einfach das mal ist. gespannt. Spannend, was du spielst und wir machen drei Duelle mit Ich drei weiß schon was. unterschiedlichen Decks. Oh Gott, was ist das denn? Erstmal lesen. Achso, okay. Resonat. Ja, mache ich auch nichts dagegen. Was ist das denn? Okay. Oh Gott. Ein Special Song von your hand. Was bedeutet Was kann der? Okay. Insekten 1 erhöhen, die ich kontrolliere. Ja, okay. Mache ich auch. So, jetzt roter Resonator. Seinen Effekt. Hoffe ich zumindest. Nö. Ah! Ich wollte doch behalten. Ernsthaft. Ja, klar, hallo? Ja gut, fängt schon mal gut an. Defensiv, ne? Ah! Ganz ruhig. Das ist, ich bin schon so weit oben. Können die denn irgendwas, wenn die jetzt gehen? Warte mal. Der Synchronresonator. Wenn der vom Feld auf den Friedhof kommt, kann ich einen Resonator vom Friedhof auf Hand nehmen, außer Synchronresonator. Der ja gerade liegt, ne? Ja. Hast du Dieser einen? Stufe 1-Empfänger da. Ja, Nicht also der andere, sondern ja, dieser eine. das ist das Insekt. Och, mach mal. Ich heb mir das noch auf. Was Da die glaubst Lehre der Scheißigkeit da liegt, wird das hier kein Problem werden. du? Gönn dir? Nimm mal one for one. Lohnt sich gerade. Und wie? Warum sollte sich das nicht lohnen? Weiß nicht. Ich auch Emptiness. nicht. Ja, Emptiness ist halt, ne? Im Mein Gott, richtigen die scheiß Moment. Karte auf 1, als sie auf 3 war, hat mich so angepisst. Ja, das kenne ich. Im richtigen Moment ist Emptiness manchmal einfach nur. Wie vorhin. Was war? Ja, ich habe einen roten Resonator. Okay. Und ja, was will ich jetzt machen? Ich habe nochmal um 1 erhöhen. Gönn dir. Eine Scheiße, gib mir einen Schaumtyphon. So wird das alles nichts. Ah. Alter, ernsthaft. Ich ziehe auch Okay, noch. YouTube lässt mich wie ein kompletter Vollidiot dastehen. Oh, kennst du das, wenn du so ein bisschen testest mit und es läuft echt gut und dann veränderst du so eine Karte und das ganze Deck ist für den Arsch irgendwie. Ja. Das ist manchmal so, was? Ich habe eine Habe ich Karte heute geändert. gehabt. Ich habe eine Karte geändert und ich spiele mit dem Deck auf Pro und das Deck gibt mir so Müllhände, wo ich manchmal, oh nee, ne? Dein Ernst? Ich denke mir auch gerade dein Ernst. Ja, Emlyn ist halt, ne? Nein, Yu-Gi-Oh! Bro! Und du hast drei Verdeckte. Egal was ich mache, es geht in die Hose. Das muss nicht sein. Aber die Wahrscheinlichkeit Komm, ist hoch, dass da. bitte! War das noch dreckig? Ich gucke mir auf jeden Fall dein Video an. Also die Videos werden jeweils auf unseren Channels hochgeladen. Also ich freue mich echt auf dein Video. Ich ziehe Kennst du jetzt auch Scharlach nicht Rote gerade Sicherheit? göttlich. Ich frage doch mal, kennst du Scharlach Rote Sicherheit? Ah, oh, vom Namen her auf jeden Fall, aber vom Effekt jetzt gerade nicht. Der Effekt sagt einfach nur, schieß alle Zauber und Fallen des Gegners. Aber du musst dafür einen offenen Rotdrachen Erzunterwetter kontrollieren und der ist Stufe 8 Synchro. Jetzt schau dir das Feld an! Es könnte interessant werden. Ich bin dreimal Raubtyphon! Was ist das Problem mit dem Deck? Oh, das kenne ich. Oh, warte mal, was ist das denn? Mirror of Spiegelrecht ist Resonator. aus. Okay.
Nein, ist scheißegal gewesen, was ich im Friedhof lege. Hier, Resonator, harmonisch, glaube ich. Ja, recyceln ist immer nett. Die Frage ist jetzt, was nehme ich für eine Stufe 4er? Ah, Glückwunsch. Okay. Ja gut, ist mir egal. Hier, die einzige Falle des Decks. Ernst? Oh Gott! Na toll. Jetzt ist die Karte da weg und ich sehe da ein paar Naturias. Okay, okay. Da läuft alles super. Machen wir mal den Play. Okay, ich kann schon mal einpacken. Sehe ich das so richtig? Schauen wir mal. Nehmen wir uns mal die. Die werden doch ins Deck gemischt, oder? Die werden nicht ins Deck, die werden ins Deck gemischt. Ah, oh, Gott. Flip. Macht die nicht irgendwie 500 Schaden? Oh nein, das ist ja gar kein Tuner. Oh Gott, Alter. Endminus. Okay, sieht gut aus. Ah, ich dachte, die wäre Tuner, die ist ja gar kein Tuner. Weißt du, was noch ein Witz ist? Scheiße. Machen wir die mal weg. Weißt du, was noch so ein richtig schlechter Witz ist? Was? Der kommt nicht über Synchronresonator. Der hat gleich viel Def mit der ATK. Ihr seid zwei Bohnen. Und zusammen 100 ATK, was ist das für Pfeifen? Egal. Das war ein harter Missplay. Passiert. Stufen. Okay. Aber kann ich jetzt ein bisschen ausrasten? Hoffe ich. Obwohl, da liegt die Zeitraum-Raum-Zeitfallgrube. Gönn dir. Ja, das sagt sich so leicht. Ich stehe hier ein bisschen unter Strom. Das Formel 1 synchron. Darf ich eine Karte ziehen oder kommt da irgendwas? Alter. Nee, ist nicht so geil. Alter! Du hast schon genug Plus gemacht. Gut, dann dünne ich einen Friedhof aus. Jetzt sind die scheiß Fallgruppe. Nicht diese Fallgruppe, die andere! Ist okay. Verdammte Scheiße, was ist los mit dir? Na, Pekro! Ach! Das einzig Positive ist, er ist schon mal ein bisschen scheiße da losgeworden. Das ist wahr. Hier, Kettenresonator, weil ich es kann. Jetzt will ich ein bisschen LP aufladen. Okay. Wie war das mit den Bohnen? Einmal pro Zug könnte ich den Kampf zerstören. Ja, du kriegst damit. Weil ich wollte jetzt crashen, aber hat sich erledigt. Ja, mach ruhig. Mach. Nee, hab schon Zug beendet. Mach das mal so. Okay. Moment. Offen auf dem Feld, der Gegner kann nicht aktivieren Zauber oder. Ich hasse dich! Ich weiß. Der ist blöd. Wenn ich jetzt einen Schaumteifun ziehe, dann. Oh Gott, da werden die Nachbarn die Polizei rufen, glaube ich. Oh, Alter. Ich misch mal meine Hand, weil ich ganz cool wirken will. Ich bin überhaupt nicht unter Druck, das bildet ihr euch alle nur ein. Alles gut. Ich bin echt auf dein Video gespannt. Ich freue mich auf deine Hand. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Und dann siehst du auch, was ich habe. Also. Mal gucken. Ich denke mir nur, Alter, diese Fallgruben gehen mir auf den Sack. Ja, Trapdicks halt, ne? Nochmal so der Bambussprosse. Ich habe ja gesagt, wenn ich einen Schaumtafun ziehe, werden die Nachbarn die Polizei rufen, glaube ich. Hast du eingezogen? Nee, ansonsten wäre ich schon längst an einem Herzinfarkt verreckt. Nee, aber dafür eine Zauberkarte. Nach dem Motto, an der Hand hat sich gar nichts verändert. Oh Gott! Okay. Endface. Es ist eine Zauberkarte, die du vorhin angesprochen hast, ne? Eine für einen. So.
Dann rufen wir mal den netten Kollegen. Wenn der irgendwie das Feld verlässt, oder? Genau, Dann tu dann wir. darf ich suchen. Ja, von Decken auf den Angriff. Okay. Dann gehen wir einfach mal für ein bisschen Damage. Das tut weh, das tut weh. Und ja, gehen wir es mal ab. Spezialbeschwörsch mal. Dann weiß ich nicht weiter. Ich weiß, dass die scheiß Fallgrube da liegt, diese Zeitraumfallgrube. Ja, die ist gut, ne? Die ist das Problem. Die ist Mann! das verdammte Problem. Wie so ein. Ja, der Space Typhoon kann schon ordentlich unter Druck setzen. Also jetzt von der. Der darf jetzt suchen, ne? Was? Ja. Oh, ist okay. Ja, welche Kack-Synchro ich hole, die kommt wieder ins Deck. Das stimmt. Das Problem ist, ich brauche eine Synchro, um mir irgendwas zu machen. Man könnte es auch aufgeben, ne? Ja, okay, das wäre auch eine Auswahloption, aber Das wäre ja nicht so. langweilig. Okay, was will ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Würde mal sagen, den Jojo-Wächter. Effekt von Resonanzinsekt. Könnte es sein, dass du da noch eine Zeitraumfallgrube liegen hast? Oder habe Vielleicht. ich miteinander verwechselt? Shit. Jetzt werde ich sowas von verlieren. Kennst du noch die Planierraupe des Untergangs? Die habe ich mir jetzt auf die Hand gesucht. Und weißt du, was das Problem ist? Das Problem. Noch ein Problem ist, dass jetzt höchstwahrscheinlich die Unendlichkeit kommt und dann rumbrüllt. Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Ich Aber das mag eigentliche den Problem ist. Drachen. Ja, von dir habe ich geredet. Das eigentliche Problem ist, ich habe nur einen Insekt im Friedhof, deswegen kann ich die Planierraupe nicht holen. Was es vermutlich auch egal ist. Mehr oder weniger. Ich darf dir jetzt irgendwas negieren. Scheiß Bambussprosse. Ich darf dir alles negieren, was ich möchte. Und du darfst nach Weißt du, uns sagst, pass auf, betören. Dark League. Hier, annullier doch das hier. Oh, geht ja nicht. Warum geht das wohl nicht? Woran liegt das wohl? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ist zu kompliziert. Ja, komm, mach die zwei. Er sagt dich doch. Die ist Ach. einfach doof. Ich mag die einfach nicht. Weil die zu viel ATK hat. Ja. Ja. Hier. Okay, fängt schon mal gut an. Scheiß Fallgruben, wie die mir alles versagt. Was, Atrax? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht hier Fallen von der Hand aktivieren, oder? Mhm. Normale Fallgruben fallen kann. Okay, 1-0. Beziehungsweise, das erste Match. Und jetzt wechseln wir die Decks, ne? Ja. Genau. Ich hoffe, es läuft besser. Das Rotdrachen-Insektenresonanz war ja ein kompletter Reinfall. Ich Na gebe den Fallgruben die Schuld. ja, aber war die Bambusbrause war schon, ne? Der Bambusbrosse war ohnehin ein Problem, weil ich habe nur einer für einen hier verdeckt liegen. Machst du auf oder soll ich aufmachen? Was? Machst du auf oder soll ich aufmachen? Ne, ich mach das schon. Okay. Okay, dann, liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt geht's weiter mit Game 2, beziehungsweise dem zweiten Teil. Und ja. Okay. Okay, ich würde sagen, ich fange an.
Das ist interessant. Schon wieder eine richtige Dreckshand, oder? Schauen wir mal. Na, bei mir ist es so, die Hand ist in Ordnung. Ja, das Gefühl gegen das Deck werde ich noch schlimmer verkacken als vorhin. Warte mal ab. Das ist ganz cool. Was nehme ich dann? Sag's gerade raus. Hast du die Magiebücher mit reingeworfen, ja oder nein? Wer weiß? Wir werden schon erkennen, ob du in der Magiebücherei warst. Ich habe keine Ahnung, woran sieht, aber bei dir hört man so dermaßen, wenn du auf das Trackpad, Tastatur oder sonst was Okay. Warning, also ja. hämmerst. Ja, war nötig. Das dachte ich mir schon. Ein bisschen zu gierig. Manchmal. Ja, kenne ich. Meine Hand will mich gerade verarschen. Hier, eins der schlechtesten Decks überhaupt. Oh, gegen das habe ich noch nie gespielt. Oh Leute, Premiere! Freut ihr euch schon wie ich? Nein? Okay, gut. Dann seid still. Kurz gesagt, Macrot ist ein Anti-Synchro-Deck. Und die Monster kann man in zwei Lager aufspalten. Armeen und Imperator, ich sag's doch. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen Spaß Der machen. sucht dir doch ein Magiebüchlein, oder? Ja, genau. Ja. Mal kurz gucken, wir machen das. Gehen einfach mal auf Safe Play. Wenn der normal oder aufgeflippt wurde. Hat schon mal jemand überlegt, Magiebuch und Tarot 3? Was? Wenn der Karo? normal oder aufgeflippt wurde, sucht er ja. Ja, ist richtig. Hat schon mal jemand überlegt, Magiebuch und Tarot 3? Weiß ich nicht. Okay, gut, dass ich fast keine Ahnung habe, was die alle können. Während deiner Standby, wenn du Hexermonster auf deiner Feldseite hast oder im Friedhof, mische Okay. Magiebuch. Sag, dann erkläre ich dir, es geht ganz einfach. Okay, dann erklär mal, das ist mir zu viel Text. Was denn? Der Feldzauber. Also, der Tower, der sagt einfach aus, wenn ich einen Magie, also wenn ich einen Spellcaster kontrolliere oder im Grave ist, dann kann ich once per turn während meiner Standby-Phase one, oder generell wegen meiner Standby-Phase, ein Spellbook-Spell unter mein Deck legen, um eine Karte zu ziehen. Und wenn du sie zerstörst, dann darf ich einen Spellcaster specialen aus meinem Deck, so viele Spellbooks ich in meinem Grave habe, er selber zählt auch mit. Das heißt, ich krieg safe einen. Ja, dessen Stufe übereinstimmt mit der Anzahl der Magiebücher. Okay. Okay. Na gut, dass meine Hand nicht allzu super ist. Fünf Karten und nur eine davon kann ich setzen. Ja, besser als gar keine, ne? Ja, trotzdem. So, jetzt irgendeine Spiegelkraft. Nee. Und ein Dimensionsgef. Wechsel Moss auf dem Feld. Da will er sich doch ein Magiebuch suchen. Okay, kurze Frage. Woran merkt man, dass Leute in der Magiebücherei gewesen sind? Und zwar für mehr als nur 5 Minuten. Ich spiele das Deck schon seit es rauskam, also. Ja. Na gut, daran kann man es auch merken. Legen. Er raubt die Magiebücherei aus. Ich frage mich, was da wohl verdeckt gesetzt wurde. Meine rätselhafte Egal, was jetzt kriegst Kreatur. du Schlangen Schaden. Nein. Aber ich wollte gerade sagen, hat er da irgendwas? Okay. Greifen wir mal mit der Armee von Skeel an. Aktivieren den Effekt von Armee von Wiesel und Skeel rennt durch Steff. Jetzt eine Spiegelkraft. Nein, okay. Hole ich mir noch ein Secret? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass mein Mac jeden Moment einfach mal komplett abstürzt. Okay.
Das Ding ist so, mein Mac ist generell so ein Gerät, das neigt dazu, ganz gerne mal einfach mal komplett abzustürzen. Ich meine, was habe ich gerade offen? Skype, darüber quatschen wir, den QuickTime Player zum Aufnehmen und Yu-Gi-Oh! Pro. Okay. Allein Yu-Gi-Oh! Pro ist ein extremer Leistungs- und Akkufresser. Okay. Ich hab so ein Schiss, dass das Ding einfach jetzt komplett neu startet. Dann können wir einfach alles vergessen. Ja, es wäre schade. Aber dann hätten wir zumindest noch meine Aufnahme, dann könnten wir switchen oder so. Ja, wenigstens eine Aufnahme. Okay, will ich jetzt nichts machen? Ich überlege gerade die ganze Zeit hin und her. Ja, nein, vielleicht. Keine Ahnung. Könnt ihr. Ich sage nö. Gut. Gut, okay. Alter. Okay, klappt gut. Warum hast du mir die Beratung nicht gegönnt? Weiß nicht, ich mag den irgendwie nicht. Er ist die beste Macros-Karte überhaupt. Weil er zum Beispiel sowas annullieren kann. Weiß. Was machen wir mal? Gucken wir mal für Rüstung. Okay, Magiebruch der Dummheit. Alles klar. Oh, jetzt pendelt bescheuert den ganzen Schwarm hierher. Ja, ich kann ja nicht so viel pendeln. Oh, nur ein Monsterschwarm. Okay. Ja, mach mal. Okay. Hier am Anfang war ich gut. Ja, und dann kam der feierliche Schlag ins Gesicht. Ich wusste es doch. Die ist irgendwie blöd. Und Emptiness ist es halt gut. Will ich mir die Synchro nicht gönnen? Wie ich einfach Emptiness zweimal starten habe. Was war? Start? Ernsthaft? Zweimal? So, wirklich? Oh Gott, das ist so gut. Ey, wer ist selber Starthand? Verarschst mich doch. Ich nehme den Part bei dir an. Selber Starthand, du verarschst mich doch. Nein. Hör, du Scheiße, was ist los mit dir? Weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du bist sicher. Wenn da so ein scheiß Zwillingszwister kommt, dann raste ich endgültig aus. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Greif erstmal an. Vergiss es. Ups. Immerhin findest du die Lehre der Scheißigkeit. Jetzt kann ich immerhin noch ein bisschen was machen. Hoffe ich zumindest. Ich nehme alles zurück, ich kann gar nichts machen. Okay. Okay. Sternfresser oder irgendeine Stufe 7. Jetzt sind auch nicht die intelligentesten. Genau, wollte mir. Och Mann. Machst du jetzt einen Absolutdrachen? Oder? Könnte ich machen, Klar, mach den Drachosack. Ich mach lieber Safeplay.
Gut. Okay. Oh Mann, was? Das hat sich gelohnt. Ja, wenn nicht für mich. Doch, irgendwie schon. Also für mich. Für Ja, für dich dich? schon, aber nicht für mich, das ist das Problem. Ja, okay. Murphys zu entsorgen ist immer nett. Was soll ich noch mal? Ich habe nur noch 2,5 LP, du hast 2 Verdeckte, du hast da einen Drachosack und so einen schädelgrobartigen Clown. Der Joker. Im Englischen heißt der Joker, im Deutschen heißt der Schädelgrobart-Clown. Oh, ja, ich habe ihn ja auch nur in Englisch. Ich habe fast nur englische Karten. Oh, das sind sehr viele. Die meisten Leute, die ich kenne, die gammeln nur für englische Karten. Ja, also ich nehme auch deutsche Karten, das ist es nicht, aber es ist einfach so, dass die deutschen Namen zum Teil einfach so schlecht sind. Wie jetzt zum Beispiel auch in Bosch. Ja, wer ein paar Videos von meinen Kollegen kennt, weiß, wovon er redet. Zum Beispiel jetzt auch ein paar Namen in Bosch, Alter. Da sind wieder Namen dabei, wo du einfach nur Chimera Tech denkst. Amoklaufdrache. Ja, Paradebeispiel. zum Beispiel der. Aber auch nur, weil ich den Heini bei der Sneak gezogen habe. Da dachte ich mir, alter Amoklaufdrache. Es gibt Artworks, die meist sogar komplett zensiert werden, aber sowas wie Amoklaufdrache geht durch, ne? Ich verstehe einfach nicht so, was denkt sich. Also, ich meine, wer ist denn bitte so schlau oder mal gucken. Wer macht das? Ich habe keine Wer lässt Ahnung. das durchgehen? Also, unglaublich. Aber ich komme auch nur auf den Amoklauf-Drachen. Also, ich habe den Namen nur gehört, weil ich ihn bei der Sneak gezogen habe. Na, ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal gezogen. Oh Gott, was will ich jetzt von den XYs machen? Verdammt. Ich meine, das sind 12 Verdeckte, das kann jetzt alles sein. Castell zum Wegschießen von Drachosack oder Getriebriese X zum Raussuchen? Ich habe keine Ahnung. Da kann ich drauf gehen, oder? Dieser scheiß Drachosack? Nee, oder? Nee. Nee, kann ich drauf gehen. Okay. Ja, was soll ich groß machen? Tschüss. Jetzt noch ein feierlicher. Nein, ist okay. Okay, das ist auch noch okay. Ich habe gerade einfach nur Panik. Ich habe nur eine Handkarte, die mir einfach gar nichts nützt. Alter, wie die Karten durch den Feldzauber teilweise da in der Luft hängen bleiben. Hey, groß. Ja, bei mir hängen die teilweise in der Luft zwischen Friedhof und Deckzone. Da hängen die bei mir in der Luft, wenn die da reinfliegen. Okay. So für eine halbe, eine Sekunde. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ah! Okay. Seit dem Magischspenster-Part dachte ich mir einfach nur noch, ah! Und jetzt denke ich mir nur noch, Alter. Vier Pendelfiech haben extra. Der spammt das Feld gleich zu, Leute, das sage ich euch. Der spammt das Feld gleich zu. Mist. Nee, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Und vorher der pendeln Pächter. müssen. Okay. Mist. Okay. Warum hört man das Klicken bei dir so lächerlich laut? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ach ja, was seine Verdeckte angeht. Weg damit. Und damit übrigens Dankeschön. Gern geschehen, ich helfe doch immer gerne. Nur mal so zur Aufklärung, das war eine Lüge. Ich weiß. Okay, gut. Muss ich mir keine Sorgen machen. Wie die Karten hier teilweise in der Luft hängen, ey. Das sieht so dumm aus. Okay, das glaube ich sogar. Ich habe das Gefühl, ich gewinne jetzt. Aber ich glaube, dieses Gefühl kann trügen, oder? Bin mir da nicht so sicher. Schauen wir mal, ne? Tribut des Lebens, das kann doch, wie der Name sagt, irgendwas vom Friedhof holen, oder? Verbanne Hexer von Friedhof zeigen andere, ja, Magiebuch von Hand. Dann,
Wer der Hexer Friedhof spezial beschlossen, noch einen Angriff, wo ist es damit aus? Ah. Okay, 1000 Schaden sind schon mal sicher. Glaub, was jetzt hier ist, nützt mir nichts. Wenn es Raigeki ist, was ich jetzt hier, da fange ich an zu lachen. Ja, manchmal gibt es so Raigeki-Top-Plates, wo man einfach nur denkt, so, dein Ernst? Ja. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, dieser Angriff geht nicht durch. Ja, mal überlegen. Wenn du es nicht tust, haben wir beide 1000. Ah. Dieser Type, der räumt die Magiebücherei leer. Die werden bald pleite gehen, das sage ich dir. Die Magiebücherei wird bald pleite gehen, wenn du so weitermachst. Ja, was auch immer. Wenn du jetzt nichts hast, habe ich gewonnen. Okay. Diese Karte ist so lächerlich. Was macht die? Macht die irgendwas? Nee. Alle Death-Monster in ATK wechseln und dann darf ich eine Mechlords-Armee von Deck oder Friedhof Spezial bestellen. In der Endphase geht's drauf. Nachher und Effekte von dem Viech sind tot. Also auf dem Feld, im Friedhof nicht. Was macht die auf dem Friedhof? Im Friedhof machen die gar nichts. Was heißt im Friedhof? Auf dem Feld machen die so gut wie nichts, aber im Friedhof, da kann Armee von Skill mir was vom... Eine Mechlord-Armee vom Deck spezial beschoren. Also Skill für Skill für Skill für irgendwas. Ist dir das so egal? Wenn du durch Kampf dran... Jetzt verstehe ich, warum es dir egal ist. Fick dich, Kirin! Ich hasse dieses Viech! Ich weiß. Generell hasse ich die Mathe-Spenster alle. Ich meine, wie soll man die wegkriegen? Kammerjäger bringt nichts, die müssen alle durch Kampf drauf gehen. Aber das sind keine Magi-Spenster, sondern das sind die Medischen. Das ist ein Pendelmarker mit ein bisschen Magispenst reingeklatscht. Ich habe keinen keine Magispektor. Nur Medischen. Was dann, Kirin, bitte? Achso, ja, das ist das einzigste Magispektor. Okay. Ja. Hey, ich habe diesmal gewonnen. You win, hey. Yeah. Okay. So, wie dazu? Wir sehen uns dann, glaube ich, beim dritten Duell. Ja, jetzt sind wir beim dritten Spiel und. Ja, drittes Spiel. Hoffentlich gewinne ich diesmal wirklich. Mal gucken, wie es ausgeht. So lächerlich. So lächerlich. Hast du wieder eine Scheißhand? Nö. Die du scheiße ne. Oh Gott. Was kam da in den Friedhof? Ich sehe nur lichtverpflichtetes Zeug. Ja. Wenn da Clowns drin sind, kann es eklig werden. Alter, warum willst du Wolf? Ich durfte das nie. Ah! Okay, es kann eklig werden. Kommt jetzt Infinity? Eindeutig. Wenn er direkt schon mit Infinity anfängt, dann kann es ja witzig werden. Lächerlich. Ah. Mach. Okay. Okay. Ich will was herbeistimmen. Ja, gönn dir. Verdammt. Hm, siehst du, wie ich melde, warum kannst du nicht so melden? Einfach nur Scheiße. Weil ich eigentlich kaum scheiß Milz habe. Was meinst du, warum ich dich verpflichtet nie anfasse? Ich will nur Scheiße. Gut, der Mill von dir von Raiden und der Verstärkung. Ja, Ruder ist weg. Das ist ein bisschen blöd, aber. Dafür kam der Wolf. Nein, annullierst bitte. Hm? Annullierst du ja, nein, vielleicht? Nö. Bullshit! Das annullierst du. Nicht. Hoffe ich. Ich muss mal gucken, überlegen. Warte mal, was hast du denn im Grave?
Den im Griff, du hast den im Griff, du hast den im Griff. Handgarten 3. Es kann noch was werden, aber Infinity schmeißt eine Schranke davor, das sage ich dir. Kommt ja mal weg, die Rote. Okay. Ist auch nur die einzige, die ich im Deck habe. Vielen Dank, Konami, übrigens an dieser Stelle. Ist mir zu risky. Ja, ich hätte vielleicht nicht alles verballern sollen. Wobei der Müll war doch nicht ganz so scheiße. Ich habe nie was über einen schlechten Müll gesagt. Das habt ihr euch nur eingebildet. Können wir uns auch einigen? Ja? Okay, gut. Dann holen wir erstmal den Versicherungsvertreter. Schmeißen die Falle weg, die ich eigentlich gerne behalten hätte. Ja, das ist eine Synchronvariante mit Fallen. Okay. Ja, warum nicht? Ja, sieht man halt extrem selten. Ich hoffe, es ist was Gutes, was ich treffen will. Hab mich geirrt. Ach, nur mal so gesagt. Instant Quasar, ich hab gewonnen. Das sieht schon relativ gut aus. Und dein Infinity kommt auch weg, aber nicht durch Kampf. Fick dich, Infinity! Warte, jetzt! Fick dich! Okay, so viel dazu. So, FTK Quasar. Wirf, darf der jetzt angreifen? Zweimal. Okay, dann war es Für das. jedes Nicht-Empfänger. Yeah, aber verloren. Wer sonst? Voraussichtlich letztes Duell, Leute. Freut ihr euch schon? Ja? Okay. Gut, du fängst an. Dann sieht es ja schon mal etwas okay für mich aus. Alles klar. Die Frage ist nur, kann ich mit diesem Deck noch halbwegs umgehen? Bin mal gespannt, was du spielst. Hast du bis jetzt nur eine Ohr-Heretic? Die Reaktion. Einfach so, oh, Heretic. Ja, das Deck ist einfach so mies gegen mein Deck, was ich gerade spiele. Oh, das freut mich. Also, Was will ich mir suchen? es kann richtig gut sein, aber ich habe einfach nur gerade eine, oh, eine Eine blöde rotzige Hand. Hand oder was? Ja, das ist nicht ganz so geil. Muss jetzt hoffen, dass ich keine Scheiße baue. Beziehungsweise Man, sie hast du Ahnung, kann wie viele geil werden. prinzessinnen Drachen ich in der Hand habe? Willst du mal raten, wie viele prinzessinnen Drachen ich in der Hand habe? Sechs? 5. Hm, fast. Ja. 6 wäre auch ein bisschen zu, naja, zu witzig gewesen. Obwohl, ein sechstes priesterliches Monster in der Hand wäre nicht so schlecht. Ich meine, ich habe einen normalen Drachen in der Hand. Was soll der in der Hand? Die werden wir aus dem Weiß Deck holen. So, dein Spezialbeschirm war den Kollegen hier. Kriegen den Effekt. Hoffe ich zumindest. Ich wollte gerade sagen, wenn er noch so, wenn er das dritte Mal Lehre der Scheißigkeit kommt. nicht. Alter. Das wäre nervig gewesen. So, geben das Tribut, schießen das weg. Geh weg. Weg. Das ist sehr effektiv. Auf Glaube null ich. Traps ist das, gönn dir. Tu ich. Oh, jetzt hast du auch noch mit Soße, ne? Was? Alles mit Soße. Wie soll ich das verstehen? Na, du hast alles mit Soße. Verstehst du immer noch nicht? Na, wenn du es richtig anstellst, bin ich tot. Willst du mir sagen, ich soll auf FTK spielen oder sowas? Spielst du nicht auf Töten? Ja, schön, aber schon, aber nicht auf FTOTK Schwachsinn. Das ist mir in der Regel zu langweilig. Hier, Okay. auf den hier. Weil das erste Duell so richtig scheiße lief, kommt jetzt die rotdrachige Rache. Oh Gott, was ist das denn? Das einzig Wichtige, was du wissen musst, ist, wenn er die Kampfschaden verpasst, kann ich einen Empfänger vom Friedhof holen. Und einmal pro Zug, während des Zuges eines beliebigen Spielers, kann ich eine offene Karte von dir wählen und dessen Effekte bis Endphase töten. Okay. Das heißt, Raigeki kann mir bei Abyss völlig egal sein. Warum? Der geht doch dann. Oder? Ich meine, wenn du Raigeki aktivierst, kann ich Abyss anketten, Raigeki wählen und dann Effekte tot von Raigeki. Ach so.
Deswegen, er bist mein absoluter Lieblingsrotdrache. Ich meine, er annulliert einfach. Er ist einfach so. Er ist ein Mistviech. Kurz gesagt. Es gibt da so einen Typen, den ich privat kenne, der hat gegen Abyss schon ziemliche Probleme gehabt. Wenn du das hier siehst, dann hi. Hm. Okay. Okay. Das ist jetzt doof. Ein bisschen. Ach, egal. Machen wir. Machen wir. So, Effekt, Tribut, Schuss. Was machen die? Der schießt, ne? Ja, der schießt Monster weg. Wer schießt gerade Monster weg? Der Neptet. Gekommen ist oder der auf dem Friedhof liegt? Der gekommen ist gerade. Hat da jemand einen Durchbruch oder feierlicher Schlag ins Gesicht? Oder irgend so was naht? Was habe ich gerade weggetroffen? Achso, Emmas Dinge. Wenn durch Kampf drauf geht. Okay, gut. Freut mich. Das ist ein bisschen blöd. Für dich vielleicht, für mich nicht. Ja, für mich so, wir holen die flammwillige Wache. Hoffen, dass jetzt kein Schwachsinn kommt. Da kommt Scheiße, oder? Fuck! Der muss weg. Das geht nicht. Ja, okay, da gut. Warst du einfach zu gierig. Ja, ich wusste, er hat einen feierlichen Schlag ins Gesicht. Ich wollte es aber nicht wahrhaben. Ja, manchmal ist Gierigkeit einfach so eine Sache. Gierigkeit muss manchmal halt bestraft werden, ne? Aber auch nur manchmal und nicht immer. Jetzt sieht das schon wieder ganz gut aus. Okay. Oh Gott. Oh Gott, Toms Notruf, sage ich nur. Jetzt hab ich oh nicht. Gott, Toms Notruf. Das ist natürlich nett. Für dich vielleicht. Ich hab Probleme. Wie viele Spells spielst du? Spielst du viele Spells? Ich weiß nicht. Warte mal. Warum mache ich das nicht einfach so? Hallo? Warum machst du was nicht so? Nein! Nein! Okay. Wäre mir, glaube ich, auch egal gewesen. Okay, wir legen die eindeutige Verliererserie hin. Okay. Ich nehme dir, was nehme ich dir denn weg? Was nimmst du weg? Ich nehme jetzt einfach den hier weg. Gut, von mir aus. Ist eigentlich fast egal, was ich hier wegnehme. Von daher. Ja, ich meine, das sind mehr als genug Schaden, um mich nächste Runde, naja, umzubringen. Mir stellt sich gerade die Frage, hast du den Effekt vergessen, in der Main-Phase 1 zu machen? Ja, hab ich. Gut. Na, der kann sich auch noch suchen. Hm. Doch. Okay, wow. Wow, mit der Karte gewinne ich jetzt jedes Duell. Mit dieser Karte hier. Du wirst niemals glauben, was das für eine Karte ist. MSD? Magischer Pflanzer. Ja, ich weiß. Sehr effektiv. Ja, gönn dir richtig. Das ist jetzt tot einfach. Zeige ich dir nochmal Deluxe-Kombo. So eine richtige x-fache Überflutung. Was für eine, was? Was ist das? Oh shit, du. Oh, wie widerlich ist das denn? Alter! Ey, der sammelt sich hier richtig was. Der Tim, der sammelt sich hier richtig was. Oh Gott, Tom. Oh, noch zwei Verdeckte. Okay. Okay. Mit wem töte ich dich jetzt? Gottoms. Oh Gott, Toms. Bam. Ja, ich nicht jetzt ein Synchro-Monster, was auch nur mit Empfängern beschworen werden kann. Ja, voll geil. Ist das ein Druckfehler oder was haben sie sich dabei gedacht? Oder dachten sie sich einfach nur, wenn er schon vom deutschen Namen her so an Gott angelehnt ist, warum dann nicht doch so eine Beschwörungsbedingung von wegen, macht keinen Sinn. Nee, das ist schon richtig. Also, der kann nur mit Tion ankommen, das ist schon echt ziemlich geil. Ja, ich hab den mal mit zwei Fulheim-Rittern beschworen. Ja,
Ein starkes Comeback, ne? Also ich dachte, ich verkack das Duell noch, aber dann kam dann einfach Dann habe ich Bahn Notice. geholt, dann kam der feierliche Schlag ins Gesicht Du und dann. warst einfach viel zu gierig. Du warst einfach viel zu gierig. Du hättest das ganz safe runterspielen können. Oder Das was? warst du auch in der ersten Runde. Naja, da habe ich auch relativ safe gespielt. Mit der Naturia Bohne. Und mit der Naturia Bohne war natürlich voll Missplay. Aber Ja, aber dann kam die Bambus-Sprosse, dann habe ich nichts mehr machen dann kam können. Bambusbrosse und dann, ja. War das schon ziemlich nice. Okay, dann war es das jetzt. Ich danke dir, dass du dabei warst, beziehungsweise, dass wir jetzt so ein Hey, Video ich danke gemacht auch dir, haben. dass du dabei warst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf deine Videos. Ich schaue mir deine Videos auf jeden Fall an, weil ich bin mir nicht. Ja, ich will auf jeden Fall wissen, wie deine Hand war. Gerade in den ersten Duellen, was ich da mit Ja, der Bambussprosse. Insektenresonanz, das war halt ein Autounfall. Dann kam die Lehre Genau. der Scheißigkeit und ich dachte mir, fick dich! Ich gucke mir auf jeden Fall deine Duelle an, weil ich gerne wissen will, was du noch so auf der Hand hattest, wegen der Bambussprosse, was dir dann letztendlich alles negiert hat. Oder dass du verholfen hast, was ich gewonnen hatte. Wenn Bambus-Sprosse Bambussprosse hat mir einer nicht. Verein versaut. Das war alles. Okay, ja, okay. Ich schaue es mir trotzdem an. War auf jeden Fall sehr lustig, war sehr unterhaltsam. Also mit X-Saber eben noch zu gewinnen, hätte ich nicht gedacht, aber naja, ne? Gier muss manchmal bestraft werden. Ja, mit dem feierlichen Schlag ins Gesicht. Passt ja auch, ne, vom Namen so ein bisschen. Wenn die Karte ernster Schlag heißen würde, ich hätte mich so lustig über die gemacht. Ja, der, also, erst hieß sie jetzt Solemn Notice, das war ja Ja, ganz ernste gut. Kündigung und jetzt feierlicher Schlag. Entscheidet euch Und, endlich! ja, jetzt halt Solemn Strike. Naja, was soll's. Was seine Deckprofile von diesen Decks hier angeht, wirst du einfach einen Mauszeiger überfliegen lassen oder wie machst du das bei dir? Meinst du von den Decks, die ich gerade gespielt habe? Ja. Also die habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Ich glaube, ich werde dir das noch zeigen. Oder Nee. auch nicht, das werdet man in einer Videolänge sehen können. Kann ich sehen. Ich muss mal gucken, vielleicht baue ich die auch noch mit ein, aber beziehungsweise wenn ihr einen Deckprofil von den ganzen Decks haben wollt, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare, dann kann ich euch auch Real-Life-Deckprofiles haben. Ich habe die auch alle in Real Life da. Auch voll, Alter. auch als voll, also vollständiges Deck, von daher kann ich euch die auch als Real-Life-Deckprofil geben, wenn ihr drauf Bock habt. Alter, das nenne ich teuer. Und ja. Ne? Dann würde ich sagen, bis Ach, zum. und übrigens, deine Leute wissen es ja, aber meine Leute wissen es vielleicht nicht. Ja, was seine Stimme angeht. Also ja, ich habe eine Fanconi-Anämie, das ist eine Krankheit. Schaut einfach mal auf meinem Kanal. Unter Info heißt das, glaube ich. Ich glaube Info. Da könnt ihr dann nochmal genaue Fakten dazu sehen. Ich bin 23 Jahre alt. Und ja, ne, mache ganz normal Ausbildung für Auto. Also, naja. Auf jeden Fall kommt dazu irgendwann auch nochmal ein Video. Fährst du ein Kartenauto? Ich habe zwar Kartcars in Secret, aber ich fahre ein normales Auto. Ja, mit Kartenautos braucht man auch zu oft Unfälle. Habe ich selbst bemerkt. Ja. So viele Tote und Verletzte. Alter. Nö, ich nehme schon ein richtiges Auto. Ich glaube, das ist gerade im Winter Okay, gut. jetzt. Okay, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Okay, Leute, dann war's das. Danke fürs Zuschauen. Gebt den beiden Videos Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr Und Interesse am anderen Kanal habt, schaut mal in die Videobeschreibung. Dafür ist ja auch noch da. genau, in der Videobeschreibung sind unsere beiden Kanäle verlinkt. Und dann würde ich sagen, wenn ihr auch mal Bock habt, gegen mich zu spielen oder mit mir zusammen zu spielen, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar. Genauso Okay. könnt ihr es auch bei mir machen. Genau. Willst du noch was sagen? Sonst war's das jetzt. Will ich noch was sagen? Ach ja, dem Stuhl im Hintergrund bei dir. Halt die Fresse! Ach so, ja, ich sitze auf so einem, gerade auf so einem Hocker. Naja, egal. Okay, Hocker Ne? in deinem Zimmer, halt die Fresse! Okay, dann hoffe ich, dass die Klicks von meinem Laptop nicht ganz so stark auf deiner Aufnahme sind. Und dann würde ich sagen, bis zum Das hoffe nächsten ich auch. Mal. Schau, Leute, haut rein. Wir sind Okay, raus. vielen Dank fürs Zugesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!